Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Mega-Opening. Ja, als kleines Comeback, wenn man das so nennen möchte, habe ich mir hier eine 250 Euro teure Sammlung rangeholt, bestehend aus hauptsächlich OCG-Karten. Und ja, die Sammlung kommt von dem Yannick und was ich mir da rangeholt habe, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich aktiver war. Ich hatte einfach jetzt eine schöpferische Pause, wenn man so möchte. Und möchte jetzt aber langsam, aber sicher wieder durchstarten. Ich habe einige Folgen Neuzugänge, die ich machen möchte. Es stehen auf jeden Fall zwei mit diesem hier, wenn nicht möglicherweise noch ein sehr teures drittes Mega-Opening ins Haus. Ich möchte endlich mit der Folge Yu-Gi-Oh! Upgrade anfangen und auch am Yu-Gi-Oh! History-Format weiterarbeiten. Ich habe einfach mal so eine Pause gebraucht, jetzt bin ich aber wieder da. Ich bin nie für immer weg, also wenn ich mal weg bin, dann nur temporär. Und jetzt müssen wir den Bums hier irgendwie aufmachen. Ja, nur wo? Kann man das vielleicht hier? Nee, oder? Wie kriegt man das hier fest? Ich probiere das mal. So, schneiden wir mal hier entlang. Das ist immer so ein bisschen Geficke sozusagen. Ah ja, genau. Okay. Okay, so, dann holen wir das ganze Stück mal hier raus. Das schmeißen wir einfach so zur Seite und das ist natürlich wieder hervorglänzend gesichert. Das ist hier wieder ein Fest, das aufzuschneiden. Vor allen Dingen ohne den Inhalt zu beschädigen. Oh. Mal. So, okay, Söderle, Söderle, Söderle. Genau. Jetzt müssen wir das hier wegmachen und das natürlich auch wieder extra verpackt. Eieieiei. Ich würde mal sagen, ich packe das jetzt mal ganz kurz hier off-cam aus und dann sehen wir uns gleich nach einem Cut wieder. Ja, meine Freunde, was soll ich sagen? Das war eine Menge Arbeit. Also das war richtig, richtig gut verpackt. Also Folie und Karton und Klebe und nochmal Klebestreifen und dann nochmal irgendwelche Kartonstreifen um die Folie rum. Also das war sehr gut verpackt. Für den Transport super, fürs Auspacken vor der Kamera absolutistischst und in höchstem Maße grausig und unvorteilhaft. Und deshalb habe ich das halt einfach offcam gemacht. Hier haben wir jetzt das Ergebnis. Ich fange mal kurz mit dem Bonus an, die ihr mal als Bonus mitbekommen. Maschinenwesen, auch nicht schlecht, ist halt vom Zustand her nicht unbedingt der beste. Ich würde mal sagen, so, ja, Plate auf jeden Fall. Na, oben ein Knick. Trotzdem sehr cool, nimmt man gerne mit. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Und hier haben wir die zwei denkwürdigsten Stücke, wobei ich auch am liebsten mit dem Negativen anfange, denn dann haben wir das hier gleich abgehakt. Der Dark Magician aus Forbidden Legacy 1 wurde mir als niemand verkauft und ist es aber nicht. Also der Verkäufer hat dann auch im Nachgang gemeint, er hat sich die Karte gar nicht angeguckt, geschweige denn aus dem Toploader geholt. Und die Karte sieht an und für sich auch gut aus. Sie hat nur hier unten, ich weiß nicht, ob sie die Kamera einfangen kann, sie hat hier einen Knick und sie hat dort einen Knick und das macht sie unbrauchbar. Weder ist sie brauchbar für die offizielle House of Cards Sammlung, noch ist sie brauchbar für meine private Nebensammlung, denn auch in meiner privaten Nebensammlung ist es so, dass ich einen gewissen Standard voraussetze und der ist halt hier tatsächlich dann auch nicht erfüllt. Das ist aber schon alles geklärt, die geht einfach zurück. 55 Euro hat mich der Gute gekostet, die werden halt nachträglich wieder erstattet sozusagen. Und die zweite Karte ist dieser hier. Das ist der Magma Neos in einem hervorragenden Zustand. Tatsächlich Nirmint in Ultimate Rares Tactical Evolution. Bei uns war es ja so, die Karte war bei uns eine Secret Rare und ist auch bei uns als Secret Rare jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, wenn man so möchte. Als Ultimate Rare sieht sie allerdings nochmal eine Nummer wuchtiger aus, würde ich mal behaupten. Übrigens eine Karte, die ich zu einem sehr guten Preis bekommen habe. 15 Euro habe ich für die, glaube ich, einzeln bezahlt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn es der liebe Sascha sieht, der ist ja auch Abonnent, soweit ich weiß, dann kann er mich ja gerne korrigieren. Genau, das ist aber eine Karte, für die könnte man zum Beispiel hierzulande locker 40, 50 Euro raushauen. Ist gar kein Thema, denn für OCG-Karten wird in Deutschland sehr, sehr gut bezahlt. Also das ist schon erschreckend, zum einen, was da manchmal verlangt wird und zum anderen, was die Leute dann auch bereit sind zu bezahlen, was natürlich auch daran liegt,
dass wenig Ahnung vorhanden ist, sage ich mal. Die meisten denken dann tatsächlich, ja, die Karte ist alt, die Made Rare und so, und die muss bestimmt was wert sein. Das ist genauso wie mit den japanischen Ghost Rares und wie mit den japanischen Starlights. Die werden auch zu horrenden Preisen hier gehandelt, die schlichtweg unrealistisch sind. Ja, dann kommen wir noch kurz zu diesem Teil. Das sind ein paar Oldschool-Karten. Zum einen Darkblade fand ich richtig cool, dass er den dabei hatte. Übrigens auch alle in einem hervorragenden Zustand. Wirklich sehr, sehr schwierig, die noch in dem Zustand zu bekommen. Darkblade war eine Karte, die ich immer als Holo sehen wollte, mal Super oder Ultra Rare. Und naja, OCG regelt halt. Und ja, bei uns gab es die ja zumindest so nie als Holo. Es gab natürlich diesen Drachenritter mit ihm, so ja, als Ultimate Rare, aber ist ja nicht der Darkblade selber ohne seinen Drachen. Dementsprechend hinfällig, dieses Argument. So. Dann haben wir Gaia Zorniger Ritter aus der Wii Jump im alternativen Artwork. Gibt es mittlerweile bei uns aus dem Millennium Pack, ich glaube als Rare. Ist aber schon uralt, dieses Artwork, nur aus der ersten Zeit. Das ist richtig, richtig oldschool. Diese Sachen kamen zu einer Zeit raus, da war selbst unser Oldschool noch neu dagegen dann. Ne? Also da gab es das noch gar nicht. Die hier kommen zum Beispiel aus Spell of Mask. Haben wir auch, glaube ich, letztens gesehen in dem großen OCG-Opening, in dem 350-Euro-Opening. Auch eine sehr coole Karte. Also es sind schon sehr, sehr coole Sachen dabei. Die haben wir, glaube ich, auch gesehen. Fred ist das, der tapfere General oder so. Genau, hier auch cool, eine meiner Lieblingskarten, die ich mir mitgeholt habe. Dark Boat oder Terrible, bei uns rausgekommen in LOD, beziehungsweise in Englisch. In unserem Fall unzensiert, bei uns fehlen die Hörner und die Flügel. Ich finde, hier sieht er natürlich wesentlich mehr nach Badass aus. Gefällt mir wirklich, wirklich ausgezeichnet. Dann ist sehr cool, da haben wir hier diesen Alligator-Schwert-Drachen, wie auch immer, mit diesem Baby-Drachen fusioniert, aus G4. Das ist eine Gameboy-Promo gewesen und die musste ich letztens auch eine aussortieren, weil sie halt starke Silvering hatte. Habe ich halt übersehen gehabt und da kam mir das wie gerufen, so konnte ich diesen Fehlbestand, sag ich mal, also diesen Fehler wieder ausmerzen. Jetzt habe ich einen wirklich... Also wirklich Near Mint to Mint Exemplar in meiner Sammlung, aber ich würde eher sagen Near Mint statt Mint. Aber trotzdem wirklich in einem hervorragenden Zustand. Echt klasse. Und dann haben wir hier natürlich nochmal die Chimäre. Ebenfalls aus G4, aus demselben Set wie der Alligator-Schwertdrache. Sehr, sehr coole Story. Ja, meine Freunde, jetzt machen wir weiter mit diesem Stapel hier. Das sind die Ultimate Rares, die hier dabei gewesen sind in dieser kleinen Collection. Ja, da haben wir einiges vor uns. Ich habe das Ganze, da ich das eben schon aufgemacht habe, auch gleich vorsortiert. Ich habe ja gesehen, was dabei war. Für mich ist es also ohnehin keine große Überraschung. Da brauche ich euch nichts vorspielen. Ich habe das sortiert zum einen nach der Art des Ultimate Rares. Also zuerst kommt das normale alte Ultimate Rare und dann kommt das neue Ultimate Rare, wie wir es aus den modernen Sets kennen. Da fangen wir hier mit einem der schönsten Elementarhelden überhaupt an, nämlich Elementalt Cosmoneos, ein relativ moderner Elementalt aus Savage Strike. Aber auch mit einer der schönsten. Ich persönlich finde vielleicht diese Hand hier an der Stelle ein bisschen fehl am Platz. Die wirkt so, keine Ahnung, als hätte sie nicht dazugehören zum Rest. Aber abgesehen davon ist dieses Artwork unglaublich stark und bringt so richtig dieses schöne Oldschool Heldenfeeling zurück, was ja viele der moderneren Helden schon angefangen damals mit Knospe und Elemental Rose und so irgendwie verloren ging. Ach, sehr coole Sache. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, insgesamt 3 Stück. Eigentlich wollte er mir, glaube ich, 2 Stück davon verkaufen. Es ist aber nur einer angekommen, keine Ahnung. Und die ist auch nur was für eine Privatsammlung. Wenn ihr seht, die hat hier oben irgendwie so eine Mini-Delle und dementsprechend nicht für die offizielle. Aber der Rest müsste eigentlich wirklich in einem hervorragenden Zustand sein. Dann haben wir Guki, der Meister-Oger. Ich mag ja das Guki-Thema. Speziell die Link-Monster-Karten sehen sehr gut aus. Egal, ob es jetzt der Donner-Oger ist oder eben hier auch der Meister-Oger. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Nehme ich gerne mit, aber davon habe ich natürlich schon dutzendweise. Ihr kennt es ja von dieser 20.000 OCG-Sammlung. Da waren die auch dutzendweise dabei. Genauso wie der hier, der Exco-Talker. Sehr unbeliebt gewesen. Gab es sogar eine Spielmatte von dem. Moment, ich glaube, ich werde die mal hier so ein bisschen übereinander stapeln. Genau, weil der Kopf so klein ist und die grüne Farbe und bla. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich habe eigentlich nichts gegen ihn. So, tun wir mal das hier so ein bisschen zur Seite, damit wir die Karten besser hinlegen können. Dann haben wir hier auch ein Thema, das vor einer Weile schon eingeführt wurde in Extreme Force, nämlich die Tinwinkel. Hier haben wir den Tinwinkel Cerberus. Auch sehr, sehr schön die Karte. War das bei uns nicht eine Kamen oder eine Super Rare? Eins von beiden. Ich glaube aber, das war sogar eine Kamen gewesen. Oder vielleicht eine Rare? Ich weiß es nicht zu 100%. Auf jeden Fall irgendwas Lowes in Anführungszeichen. Hier ist Ultimate Rare. Sehr schön. Ein absoluter Hingucker. Schön finster. Dann haben wir hier den Galaxie-Augen-Sonder-Eruptionsdrachen, den es bei uns als Ultra Rare aus Soul Fusion gab. Und anschließend in der Megaton 2019 war es, glaube ich,
als Prismatic Secret Rare. Dann haben wir, ich glaube, es müsste ein Playset gewesen sein vom guten Element Saber Lapaulia Mana, der in Flames of Destruction rauskam. War bei uns ein Super Rare. Als Super Rare sah die Karte nicht so prickelnd aus. Hier gilt mal wieder, dass die Rarität manchmal doch sehr unterstützend, sage ich mal, auf das Gesamtbild wirkt. Und das hier ist, also hier ist es tatsächlich wirklich Programm. Also ich finde, als Super Rare sieht die Karte einfach nicht cool aus. Als Ultimate Rare Box ziehe ich jetzt auch nicht vom Hocker. Aber ich muss sagen, da ist sie doch schon wesentlich ansehnlicher als Super Rare. Ich persönlich denke tatsächlich, dass das Rare, also eine schlichte Rare, die beste Rarität für diese Karte wäre. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es irgendwie im Gefühl. Jetzt wird's interessant. Wir öffnen bald Dawn of Majesty. Mein OCG-Händler hat mir heute ein Video gezeigt, dass das Display jetzt am Schattizzle ist. Und das wird jetzt wohl die Tage zu mir gesendet. Und hier haben wir jetzt aber schon ein paar Ultimate Rares aus diesem Set. Allem voran einer meiner absoluten Lieblingskarten aus dem Set. Und ich muss sagen, das Set besteht im Allgemeinen aus so unglaublich schönen Karten. Das passt einfach auf keine Quote. Die Karte heißt Despain Quartaritis oder irgendwie so Quartaritis oder irgendwie, keine Ahnung, ich kann das nicht aussprechen, ganz komischen Namen. Aber das Artwork ist absolut krass. Also dieses Artwork, ich halte es mal kurz ein bisschen näher ran, so damit ihr das auch genießen könnt. Ihr seht, dass auch das neue Ultimate Rare, das glänzt in dem kalten Licht leider nicht so gut. Da brauchen wir warmes Licht für, deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen traurig aus. Aber unter dem richtigen Licht ist der Effekt halt richtig krass. Aber schaut euch mal das Artwork an, es ist einfach unglaublich schön. Unglaublich schön. Nicht nur, dass das Monster richtig badass aussieht, auch das Farbspiel passt hier perfekt. Wir haben Rot-Schwarz, das passt sowieso immer. Der Background beißt sich nicht, stiehlt dem Monster nicht die Show. Und das lilane Fusionsmonster-Layout tut sein Übriges und unterstützt das Ganze noch. Und diese Karte ist einfach nur, das ist so die Krone oder das i-Tüpfelchen in einem Set, nach dem ich immer suche, wenn Hauptset rauskommt. Es gibt in jedem Hauptset immer so die eine Karte oder ein paar Karten, die einfach unglaublich schön aussehen. Und ja, die gehört definitiv dazu. So, die legen wir jetzt mal hier runter und machen weiter mit diesem hübschen Burschen hier. Auch eine sehr coole Karte. Wolf Riot, The Stellar Windwolf heißt die Karte. Auch sehr schön als Ultimate Rare. Wirklich, also auch krass vom Designer. Ich finde ja auch den Background sehr schön. Auf der einen Seite den Schatten, auf der anderen Seite eben dieses Licht. Und dann eben krass, wie dieses Monster aus dem Schatten raus ins Licht geht. Also das ist wirklich auch ein sehr cool umgesetztes Artwork. Auch ein Artwork, wo ich sage, gibt es vielleicht noch nichts Vergleichbares. Wirkt jetzt zwar nicht oldschool, auf gar keinen Fall. Da wirkt das schon eher oldschool. Aber auf seine Art und Weise natürlich schön. Und auch hier steckt viel Liebe im Design. Dann natürlich die Karte, die absolut jeder kennt. Die haben wir gleich zweimal dabei, deswegen lege ich die erste schon mal weg. Und zwar ist das der Shooting Majestic Star Dragon, das Covermonster von Dawn of Majesty. Ich hoffe mal nicht, dass ich diese Karte ziehen werde im Display Opening. Nicht, weil ich sie nicht cool finde, sondern weil es einfach schönere Karten gibt. Als ich diese Karte announced gesehen habe im Internet, so auf, keine Ahnung, Silvercards und so weiter, fand ich die gar nicht so cool. Hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Hier so als Karte und vor allen Dingen unter warmem Licht sieht sie aber sehr cool aus und erinnert auch mit diesen Kristallen hier drin so ein bisschen an den Regenbogendrachen, wie so eine Fusion aus den beiden. Echt mega, mega cool. Und ja, den nehme ich natürlich auch gerne mit. Und das bringt uns, glaube ich, zur letzten Karte von Dawn of Majesty und auch einem absoluten Hingucker, muss ich sagen. Also wenn das mal kein Anblick ist, ne? Magic Case Summon Dragon Andramius heißt die Karte. Und gibt's auch als Starlight Rare im OCG und die würde ich zum Beispiel gerne ziehen. Das ist so eine Starlight, die würde ich definitiv gerne ziehen. Das sind übrigens auch zwei Stück mit am Start. Das sind übrigens alles schöne Karten, die nicht besonders viel wert sind, denn sie sind eben auch sehr modern. Sie sind ja jetzt seit kurzem im OCG draußen und das ist halt wirklich fett. Also das ist, boah, das sind Karten, also auch hier wieder das Fusionsmonster-Layout und die Farben, es passt einfach alles. Und hier der Hintergrund in dieser Ultimate Rare-Stanzung, also wunderbar, einfach nur richtig, richtig klasse, großes Kino. Also da hat Konami mit dem Set optisch wieder richtig, richtig reingeschissen im positiven Sinne.
Dann haben wir hier den Gaia, den magischen Ritter oder magischen Drachenreiter, wie auch immer, den wir ja auch damals im Rise of the Duelist Opening gezogen haben. Und somit kommen wir zur ersten von zwei Karten aus diesem Set. Sehr coole Geschichte, verkauft sich mittlerweile so für 15 bis 20 Euro tatsächlich in Ultimate Rare aus Japan. Also gar kein Thema. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt im Genauen dafür bezahlt habe, aber es waren, glaube ich, keine 15 Euro. In Japan selber kriegt man den vielleicht für einen 5, aber in Deutschland ist das halt so, dass halt einfach zum einen durch den Import, durch die dadurch entstehenden Kosten und dann durch die Gewinnmarge der Preis nach oben getrieben wird. Und Menschen sind nun mal gierig und dementsprechend ist die Gewinnmarge auch relativ hoch. Da die Leute dann oder die Leute, die das importieren, das sind ja meistens kleine private Händler oder einfach nur so Privatleute, die die sind dann der Meinung, dass sich das Ganze nicht lohnt, wenn dann nicht mindestens ein 20 pro Karte Gewinn rausspringt. So, dann haben wir die zweite und letzte Karte aus Rise of the Duelist, Infernable Knight, Emperor Charles. Ja, eine ziemlich coole Karte. Infernable Knights finde ich ganz cool. Bin jetzt kein überkrasser Fan von denen, aber die kann man sich schon geben. Ist schon eine schöne Sache auf jeden Fall. Also ihr seht, es sind wirklich coole Sachen dabei. Bringt uns auch zur einzigen Karte aus Phantom Rage, nämlich unserem Armetile-Monster. Da habe ich, glaube ich, schon 10 oder 20 Stück von den Ultimate Rare aus Japan noch meinen größeren Einkauf gemacht. Das ist halt mir dazugekommen. Die ich damals bekommen habe, habe ich in gar keiner Folge Neuzugänge oder so gezeigt, weil die einfach, ja, ich glaube, was habe ich da gezahlt? 3 Euro für die. Also, naja, haben wir, glaube ich, sogar auch gezogen aus im Phantom Rage Opening aus dem Boxtopper. In Ultra Rare tatsächlich, nicht in Ulti. Wäre cool gewesen, aber nee, war bloß die Ultra. So, dann haben wir auch zwei Stück, deswegen lege ich mal einen weg. Und hier muss ich sagen, das Artwork ist einfach der absolute Oberhammer. Den haben wir damals in Ultra Ray gezogen aus Blazing Vortex. El Rey Conquista Eldlich. Sehr coole Karte vom Design, richtig böse. Der hält so eine Art Milchstraße zwischen den Händen. Also ich finde dieses ganze Eldlich-Thema sowieso ganz, ganz, ganz großes Kino. Wirklich, wirklich schön gemacht und ich sehe diese Karten unglaublich gerne. Ich sehe diese Karte unglaublich gerne und ich muss sagen, als Ultimate Rare richtig, richtig heftig. Auch mit dem Gold und so, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wunderschön, richtig böse, so muss Yu-Gi-Oh! Sein, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich zwei Karten weg, okay. So, jetzt kommen wir zum Thema, das bei mir persönlich nicht so beliebt ist. Also mit dem kann ich mich nicht so anfreunden. Und zwar ist das Traumspiegel-Thema. Ich finde, diese Karten sind einfach unglaublich überdesignt und zu wässrig in ihrer Farbgebung. Hier haben wir jetzt eine, naja, Ausnahme würde ich nicht sagen, aber doch einen Lichtblick dieses Themas, nämlich den guten Oneiros. Und der ist natürlich auch unglaublich overdesigned, aber er ergibt doch ein stimmiges Gesamtbild, muss ich sagen. Also sieht wirklich wirklich klasse aus mit diesen goldenen Zierelementen und so, aber es ist halt einfach zu viel auf dem Bild zu sehen, das Auge ist überfordert. Und problematisch ist hier auch das Fusionsmonster-Karten-Layout. Ich finde, als Xyz oder als Vanilla, so da wäre das wesentlich besser gewesen. Natürlich mag das jetzt spielerisch wenig Sinn ergeben, aber ich rede hier jetzt rein von der Optik. Ja, den haben wir hier auch zweimal mit am Start. Der dürfte, glaube ich, auch nicht allzu viel kosten. Ich glaube, wie machen wir es denn? Ja, wir haben da unten noch eine Reihe. Dann machen wir weiter mit dem bewaffneten Drachen Level 10 Thunder. Auch interessant, den haben wir hier auch zweimal mit am Start. Den werden wir auch demnächst wieder in den Neuzugängen sehen. Da habe ich mir nicht zwei Stück gekauft sozusagen, auch vom selben Verkäufer wie diese hier. Einen für 11 Euro, glaube ich, Festkosten und einen habe ich mir in dieser Steigerungsgruppe für 30 Euro ersteigert sozusagen. Und ihr müsst bedenken, bei den 11 Euro, die ich festgezahlt habe, ist auch noch Gewinn mit drauf. Also die Karte kriegt in Japan für einen 5er oder so, ne? Schätze ich jetzt mal 5, 6, vielleicht 7 Euro. Und ihr seht, die Leute hier, die zahlen bis zu 30 Euro. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch noch weiter hochgeht. So, na, ich habe vor vielen Jahren mal ein Experiment gestartet, habe ich eine Giant Hand in Collector's Rare zum Versteigern rein in, was, glaube ich, Facebook oder so, oder war es irgendeine WhatsApp-Gruppe und die haben da hochgeboten bis 40 Euro, die Karte kostet 3 Euro und zwar, wenn ich sie von meinem Händler kaufe, das heißt, da ist der Gewinn schon drauf, ne? Also, da muss man wirklich aufpassen. Da wird ganz schön viel Geldmacherei betrieben, würde ich mal sagen. Ich hoffe einfach, dass die Händler fairer werden, aber es gibt sehr viele, die da die Leute doch ausziehen, bis auf die Unterwäsche. Dann haben wir noch Security Force. Na, wie heißt der? Justify, genau. Auch zweimal am Start, damals als Ultra Rare gezogen, glaube ich, in Blazing Vortex.
Ja, ist eine coole Karte. Ein cooles maschinenähnliches, futuristisches Monster, aber jetzt auch nichts, was mich so unglaublich vom Hocker haut. Ganz anders. Diese Karte, die ist wirklich sehr, sehr schön geworden, war auch an der meistgezogenen Starlights aus Blazing Vortex, also im Verhältnis zu Monstern ihrer eigenen Rarität oder zu Karten ihrer eigenen Rarität. Also wenn eine Starlight gezogen wurde, dann war es zumindest in den Videos, die ich gesehen habe, in der Regel hier. Das ist Miradora. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Karte tatsächlich. Also macht auch unglaublich was her. Wunderschön. Mehr kann man dazu echt nicht sagen. Einfach nur wunderschön. Und dann haben wir hier noch die Diamond Bell. Auch ein Ultimate Rare war unsere Prismatic Secret damals im Opening. Auch eine sehr schöne Karte. Jetzt sind wir immer noch, wir sind immer noch bei Blazing Vortex. Und zwar bei der letzten Karte von Blazing Vortex. Und zwar Spriggans Ship Explorer. Das war tatsächlich auch unsere Ultimate Rare in Battles of Legends, genau. In Blazing Vortex, die haben wir auch gezogen. Haben wir hier auch zwei Stück am Start tatsächlich. Mega coole Geschichte. Ich finde, das ist mit einer der schönsten Karten des Themas. Wirklich toll, wirklich eine schöne, niedliche Karte, auch eine coole Idee, so eine Rakete mit Segeln, so als Schiff, sehr, sehr cool gemacht und auch hier ist eigentlich alles stimmig, der Background, das Layout und natürlich passt auch die Rarität dazu. Ich glaube, alternativ war das noch eine Ultra Rare. Dann haben wir noch ein paar Lightning Overdrive Karten, hier auch zwei Stück davon, deswegen lege ich die eine gleich mal weg. Und zwar haben wir hier Bahataya. Sky Piercer of the Light. Ja, relativ coole Karte tatsächlich. Ist auch so eine Karte damals, wo ich sie announced gesehen habe, fand ich sie nicht so krass, aber wo ich sie jetzt in den Händen halte, das sind übrigens meine ersten beiden Exemplare. muss ich sagen, sehr schöne Karte, also wirklich sehr, sehr toll. Vor allen Dingen durch den Ultimate Rare Effekt. Ihr müsst wissen, das Monster selber ist mittlerweile nicht mehr so wirklich Ultimate Rare, sondern über das Monster selber ist so eine ganz klare Beschichtung gelegt und die lässt das Ganze nochmal extrem schillern. Ihr seht das hier, glaube ich, auch. Seht ihr das, wie extrem das schillert im Verhältnis zum Hintergrund? Und der Hintergrund ist halt ganz normal Ultimate Rare gestanzt und das hier hat jetzt auch so eine Körnung irgendwie, also richtig, richtig cool gemacht. Ich finde das neue Ultimate Rare schon cool. Ich hätte mir halt gewünscht, dass das eine alternative Rarität wäre und nicht das alte Ultimate Rare ersetzt. So, dann haben wir noch eine Karte, die wir ebenfalls gezogen haben. Drag Crown of Mysterion. Ich habe ja damals drei Displays aufgemacht und in einem dieser Displays war das meine Ulti. Ich weiß aber nicht mehr, ob das die Ulti war, die wir hochgeladen haben, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das die war, die wir im Opening gesehen haben. Sehr cool, hatten wir auch zwei Stück. Auch, wie bereits gesagt, schönes, fieses Artwork. Und dann haben wir zu guter Letzt zweimal tatsächlich Draconic Utopia Ray, was auch die Coverkarte von Lightning Overdrive war. Ja, meine Freunde, wir wären auch schon wieder am Ende des heutigen kleinen Openings. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war klein, aber fein. Es waren natürlich viele Karten zu einem recht kleinen Preis. Ein bisschen was über 250 Euro. Ich finde, das für so eine krasse Collection eigentlich nicht viel. Ich denke mal, es ist ein angemessener Preis vom Wert her, aber ich finde halt einfach, das sind Dinge, die hat nicht jeder. Speziell sowas hier wie die beiden da oben und speziell auch vielleicht der Cosmoneos werden irgendwann bestimmt steigen. Aber für die nächsten Jahre werden das hier tatsächlich Artikel für wenige Euro bleiben pro Karte. Außer natürlich die beiden. Genau, wir sehen uns dann auf jeden Fall zu einem weitaus teureren Opening mit einem, ich denke mal, dreifachen Preis. Und mit viel Glück tatsächlich zu einem noch wesentlich, wesentlich heftigeren Opening. Aber dazu möchte ich erst etwas sagen, wenn das Ganze safe ist. Ja, ich wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Abend. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.